Die Vorbereitungen laufen mit voller Kraft. Ja, und damit willkommen in Elmenham und hallo und willkommen zurück in Assassin's Creed Valhalla. Ja, wie ihr schon sehen könnt, ist hier alles festlich geschmückt und es gibt eine Hochzeit zu feiern. Werden wir denn den Bräutigam und eventuell auch die Braut finden? Angemessenes Fest, mein Herr. Danke. Möge das Mahl ein gutes Zeichen für East Englers Zukunft sein. Eivor, das sieht dir ähnlich, einen König auf seiner Hochzeit warten zu lassen. Immerhin bin ich gekommen. Ein Teil von mir war schon besorgt. Ich versprach, deine Krönung zu sehen. Und da wären wir nun. Ohne dich wäre ich tot und eine weitere Hoffnung für East Engler vergeben. Gut siehst du aus, Oswald. Wie ein Mann, der gleich eine stärkere Frau ehelicht. Wirklich? Ich bin nämlich äußerst nervös. Von allen Schlachten, die ein Mann schlagen kann, ist die gegen ihn selbst die schwierigste. Soll das ein Hochzeitskleid sein? Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Und fortan tragt ihr diese Namen. Oswald von Elmenham, erster seines Namens. Rechtmäßiger König von East Engler. Und Lady Valdis. Seele, Schwert und Schönheit dieser Lande. Also begeistert sieht sie ja immer noch nicht aus. Du hast es geschafft, Statthalter. Nun sitzt ein König auf dem Thron East Englers. Du bist auch ein Teil dieses Liedes. Das haben wir zusammen erreicht. Nun kannst du weiter träumen. Von Feuern und Helheim. Irgendwann bin ich vom Weg abgekommen. Ich weiß nicht wann. Ich will nicht hier sein, das wollte ich nie. Dies war Halfdans Traum. Er befahl mir, ihn wahr werden zu lassen. In meinen Träumen bin ich auf dem Meer. Weißt du noch? Den Wind im Bart, Salz auf den Lippen. Nach diesem Leben sehne ich mich. Ob ich es finde oder nicht, das wird die Zeit zeigen. Bis dahin lass uns fressen und saufen und die Schmerzen vergessen.
Schließ dich uns doch an. Da kannst du das alles haben. Eivor, Lust auf eine Herausforderung? Eigentlich nicht. Ach, Moment, ich muss mal eben gucken. Das war voll, oder? Ja, das war voll. Entschuldigung. Eivor! Wolfsmal, sieh da, meine Krüge. Oh, nee. Da stehen sie. Auf diese Entfernung nicht kaputt zu kriegen, oder? Doch, sicherlich, Brodir. Wenn meine Waffen sie bitten, brechen sie. Selbst nach so viel Met? Wenn es dir gelingt, erhältst du eine Belohnung. Oh je. Halt die Augen lang genug offen, damit du mir zusehen kannst, du besoffene Laus. Okay, solange ich nicht trinken muss, ist alles gut. Ich konnte meinen Ohren auch kaum trauen. Oswald wollte es so. Hallo. Ja, genau so. Boah, komm schon. Eine leichte Aufgabe für das Wolfsmal, so wie alles. Ach, kaum eine Herausforderung. Beeindruckend, beeindruckend. Hier, wie versprochen. Nun hab Spaß beim Fest. Oh, immerhin noch 50 Silber. Schwer war das jetzt nicht. Das Einzige, was es wirklich schwerer gemacht hat, ist, dass mein Pet ja immer wieder zur Seite zieht. Und das ist dann doch schon ein bisschen nervig. Was haben wir denn hier? Noch was zu essen? Haben wir auch alles voll? Okay. Skoll, Eivor! Lass uns trinken! Oh nee, willst du mich verarschen? Da ist kein Ale in deiner Hand. Lass uns das Problem lösen. Es erfordert schon einen ganz besonderen Schneid zu trinken, bevor der neue König es tut. Ja, ein Schneid wie den deinen. Auf Odin und seine Ruhmestaten. Und den neuen König von East Engla. Möge seine Herrschaft lang und gut sein. Nicht schlecht, Wolfsmal. Ich wette, du könntest nicht mehr trinken als ich, selbst wenn du wolltest. Du hast schon verloren. Trotzdem eine Herausforderung. Was sagst du? Also, ich habe da kein Problem mit. Das Problem ist nur, ich kann die nicht im Gleichgewicht halten, weil ich das irgendwie nicht hinkriege. Aber ich trinke dich unter den Tisch. Selbstsicher, was? Mal sehen, was du gegen das Alebeast aus East Engla ausrichten kannst. Und wir machen es spannend. Bist du auch so frech, wenn du Silber setzen musst? Was meinst du? Nee. Nur den Stolz. Silber? Welch kleines Ziel. Tun wir es für die Skalden, die Lieder über unsere Bäuche singen werden. Dann mögen unsere Wampen ewig in ihren Sagas leben. Komm, erwecken wir eine Legende zum Leben. Das schaffe ich sowieso nicht, deswegen, ich werde da keinen... kein Gold investieren, beziehungsweise kein Silber. So. Welche Taste? Wann fängst du an? Ups. Dieses Ale ist stark, Bruder. Aber ich bin stärker. Mehr Glück beim nächsten Mal, Eivor. Willst du mich verarschen? Ich habe jetzt alles richtig gedrückt. Ich habe immer in Richtung des Falls gedrückt. Ich habe alles vernünftig getrunken. Ja, du kannst mich doch mal, ehrlich. Für mich habe ich gewonnen, so wie es auch in Wirklichkeit war. So.
Eber steht für Fruchtbarkeit. Hast du das gewusst? So wie Frey. Worauf willst du hinaus? Du beeindruckst mich, Eivor. Deine Weisheit in der Schlacht, deine Willensstärke, deine vielen Fähigkeiten. Und doch frage ich mich, ob ich eine Fähigkeit besitze, mit der ich dich beeindrucken könnte. Auch ein Narr kann andere etwas lehren, selbst wenn er sich dessen gar nicht bewusst ist. Ja, ja. Aber ich könnte dir zeigen, wie man meinen Knüppel führt. Mhm. Oh Gott. Naja, ein bisschen Spaß hat sie sicher verdient, oder? Sprich es einfach aus, Speerständer. Du willst mein Feld pflügen. Darum geht es doch. So ist es. Kommst du mit? An einen bequemeren Ort. Oh Gott, mein Typ wär's ja überhaupt nicht. Aber sie soll ruhig ein bisschen Spaß haben. Einen guten Pflüger findet man selten. Geh voran. Das nennt er einen bequemeren Ort. Götter. Das ist ein, zwei Verse im Lied eines Skalden wert. Daran werde ich mich lange erinnern, Eivor. Oh. Ich glaube, der hieß Brodir, oder? Ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher. Scheiße. Das werde ich auch, Brodir. Brodir? Ich bin nicht Brodir. Bei Buris Eiern, du dachtest, ich wäre mein Bruder? Scheiße. Ganz ehrlich, ich habe gar nichts gedacht. Ups. Oh, tut mir leid, ich habe doch keine Ahnung, wie der Typ hieß. Ach, ihr könnt mich alle mal. Ich gehe jetzt zur Hochzeit. Ich habe so viel Alkohol intus. Ach nee, die Hochzeit ist ja schon vorbei, stimmt ja. Hä? Soll ich jetzt da oben hin oder was? Scheiße. Wie, mein Rabe ist nicht verfügbar. Bin ich dazu besoffen für oder was? Die Milch. Ihr handelt miteinander und wenn es an der Zeit ist, machen wir einen guten Eintopf für alle daraus. Magst du, Schaf? Ich verabscheue es. Wenn wir den Eintopf kochen, kriegst du meinen Teil. Du hast so seltsame Ideen. Ach, da ist der Kerl. Moment. Ich nehme die Abkürzung. Ja, geh auch nach rechts. Los. Ich habe wieder vom Ruhm gekostet. Und der schmeckt gut. Die sagen gern, dass er unergründlich ist. Sieh, der Mond. Jetzt ist er unbesorgt. Doch eines Tages wird er von einem riesigen Wolf verschlungen und die Nacht wird auf ewig schwarz sein. Geht es dir gut? Ich habe endlich wieder Ruhm geschmeckt. Und der war köstlich. Freut mich zu hören. Dann... Ich fühlte mich immer wie Sköll oder Hati. Ständig auf der Jagd, um Halfdans Wünsche zu erfüllen. Doch nun habe ich Sonne und Mond gefangen. Ich hab sie und nun... Ich weiß nicht. Du kannst sie gehen lassen. Segle an neue Ufer. Mein Langschiff ist in Walhall. Oder hast du unser kleines Feuerchen vergessen? Oh je. Na komm, bringen wir dich wieder auf festen Boden. Irgendwie dreht sich alles. Schmeiß ihn einfach runter. Oh, ich soll ihn wirklich vom Dach runterholen. Moment, wie soll ich das denn machen? Oder kann ich mit ihm irgendwie runterhüpfen? Du bist sehr stark. Du bist sehr groß.
Oh, tatsächlich. Entschuldigung. Ich hab keinen besseren Platz gefunden. Es tut mir leid, Eva. Ich hatte einen letzten Ruhmesmoment. Ich sollte glücklich sein. Ich bin glücklich. Danke. Das war noch nicht der letzte. Nicht der letzte. Komm einfach zu mir. Genug von Spaß und Spielen. Ich sehe nach, wie es Oswald geht. Ihm bloß nicht an, dass er zu dir kommt. Eivor, ich werde gleich zu unseren Gästen sprechen. Du sollst auch dabei sein. Bisher war es eine angemessene Feier. Und hattest du schon genug Spaß? Ja. Bis auf die kleine Peinlichkeit, wo ich keine Ahnung hatte, wie er es hieß. Ich bin bereit für deine Rede ans Königreich. Gut, komm. Komm mit mir. Freunde, verehrte Gäste. Wir haben schwere Zeiten durchgestanden. Für uns schien es nur Verlust und Leid zu geben. Und doch ist es nicht der Krieg, der uns eint, sondern das Mitgefühl. Mögen wir stets das Mitgefühl vorziehen, selbst wenn der Feind diese Tugend ablehnt. Meinen dänischen Freunden und Nachbarn spreche ich meinen Dank für ihre Tapferkeit während unseres gemeinsamen Kampfes aus. Und meinen Mitchristen wünsche ich, dass wir weiterhin als Beispiele für die Gnade Gottes stehen. Als Lichter im Dunkeln. Ich sehe East Englas Zukunft vor mir. Genau hier. In euch allen. Egal ob Dänen oder Sachsen. Auf unsere Zukunft. Deine Beleidigungen sind immer noch schwach. Aber Mut hat dieser König. Und auf Eivor, ohne die nichts von alledem möglich wäre. Im Namen East Englas. Möge dieser Ring für unser Bündnis mit dem Rabenclan stehen und für alles, was sie für uns getan haben. Hast du noch ein paar weise Worte für uns? Ja, Skull wäre auch nicht schlecht, ja. Oswald, du wärst nie meine erste Wahl als König gewesen. Oder die zweite. Ich wähnte dich schwach, beugsam und unentschlossen. Doch nicht alle sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Ich begriff, dass Oswalds Herz eines der größten ist, die ich je kannte. Er ist standhaft, er ist weise, er hat Mut, allesamt Eigenschaften, die eines Königs würdig sind. Er ist der König, den East Engla verdient. Der König, den ihr braucht. Auf den guten König, Oswald! Auf Oswald! Skål! 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 So, liebe Leute, und jetzt beginnt das Hochzeitsrennen. Denkt daran, das Brautpaar muss auf jeden Fall gewinnen. Oh je. Seid ruhig und macht euch bereit für das Hochzeitsrennen. Der König und die Braut gegen alle anderen. Mein König. Ich hab's gewusst. Die Schafe, die mich bewachen sollten, wurden geschoren. Oswald! König der Schafficker, zeig dein Gesicht! Ich fordere dich. Ich nehme an. Ja, er wird's wahrscheinlich schaffen, aber er ist ja noch ziemlich belastet von der letzten Schlacht, nehme ich mal an. Oswald ist König und ein König braucht einen Recken. Ich werde für ihn kämpfen. Er forderte mich heraus. Du hast einen noch härteren Kampf vor dir, Herr. Du musst East Engla wieder aufbauen. Und ein toter König kann sein Eid nicht halten. Lass mich das beenden. Oder so. Oswald, du feiges Sachsenschwein! Ich töte das Wolfsmaul und häng dich an deiner eigenen Zunge auf! Ja! Du kommst mir immer in die Quere! Ja, wieso macht die nichts? Wenn's nach mir geht, soll ihr Finger brennen! Ja.
War gar nicht so stark, der Typ. Ich wünschte, es wäre nicht so weit gekommen. So viel Zorn, so viel Tod. Doch leider ist es so gekommen. Du verlässt uns? Das sollte ich. Dein Hochzeitstag verdient Ruhe und Frieden. Beides kann ich heute nicht bieten. Eivor, East Engler steht in deiner Schuld. Ich versprach dir ein Bündnis. Und nun sollst du es haben. Eines Tages werde ich dieses Bündnis in Anspruch nehmen. Ich sollte Finn suchen, mich verabschieden, bevor ich gehe. Ja, wenn er denn den Kopf überhaupt noch dazu hat. Wie sie gerade meinte, eines Tages wird sie es in Anspruch nehmen. Irgendwie habe ich so ein Gefühl, dass der Tag nicht mehr so lange auf sich warten lässt. Weil wir haben doch schon so einige Bündnisse jetzt geschlossen. Wer weiß, wo wir die noch brauchen werden. Ich habe da so ein ganz ungutes Gefühl. Bruder? Bist du sicher? Oder rätst du nur? Kümmere dich gut um deinen König, mein Freund. Er wird dich in den nächsten Jahren brauchen. Ja, er wird ohne Angst leben. Mein Bruder und ich werden dafür Sorge tragen. Das alte Weichherz hat Schneid. Seltsam, dass ich das erst jetzt erkenne. Okay. Na gut. Wen haben wir denn hier noch alles zum Reden? Brodir, ich übergebe Oswald in deine Hände. Beschütze deinen König. Und ruf mich, sollte das jemals nötig werden. Ja, Eivor, ohne einen Moment zu zögern. Gute Reise. Danke, mein Freund. Wir trafen uns bei einem Faustgeplänkel. Und nun sieh uns an, beste Freunde. Irgendwie schon. Valdis. Kannst du nicht noch etwas bleiben, Eivor? Ich sollte gehen. Meine Rabenschar erwartet meine Rückkehr. Ich verstehe. Mach's gut, Valdis. Du hast gut gekämpft und einen würdigen König gefunden. Das habe ich wohl. Alles Gute, Eivor. Danke, Eivor. Dafür, dass der heutige Tag wahr geworden ist. Dass er überhaupt überlebt hat. Ein Traum wurde wahr. Nicht weniger. Ich danke dir für alles. Von ganzem Herzen. Ich werde Halfdan eine Botschaft in den Norden senden. Er wird froh sein, dass endlich ein König auf East Englas unglückseligem Thron sitzt. Haben wir denn hier sonst noch jemanden, der mit mir sprechen möchte, oder? Nö, anscheinend nicht. Ah, sei gegrüßt, Eivor. Du verpasst die Feierlichkeiten. Ich habe genug. Sie sind ebenso für dich wie für Oswald. Ich war ein gebrochener Mann, Eivor. Vor all dem dachte ich, ich sterbe als müder alter Versager. Doch nun brennt mein Herz wieder mit neuem Feuer. Ich will laut leben und laut sterben. Ruhm schert sich nicht ums Alter, Finn. Segle mit mir. Mein Schiff kann weise Köpfe und starke Äxte immer gebrauchen. Sie hat es gesagt. Gemeinsam. Gemeinsam. Ich packe meine Sachen. Ja. Leute, warum hat das so lange gedauert, bis überhaupt diese Frage kam? Mal ganz ehrlich. Und zwei Fertigkeitspunkte. Mir scheint, der Wind ruft mich zurück zu Randvi. Ich bringe ihr besser die frohe Kunde. Ja, 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 das werden wir auch machen. So. Ich werde allerdings mal eben gucken wegen den Fähigkeiten. Das war, nee, das war Notfallzielen. Das war das, was ich haben wollte. Eine Paradeschaden, genau. Dann, das ist noch gar nicht freigeschaltet. Mist.
Okay, dann können wir es jetzt noch nicht freischalten, sondern können es erst beim nächsten Mal freischalten. Das ist auch schon mein Stichwort, denn was Randvi zu dem Ganzen sagt oder welche Quests wir noch bekommen, das erfahren wir dann definitiv in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.